Okay. Das sieht aus wie früher oder später ein Missionsort. Oder? So mit so Blockaden und so. Und explosivem Material. Okay, kann ich... Ich kann hier nicht runterspringen. Auto bringt mir aber gerade auch noch nichts. Hier komme ich nirgendwo lang. Oh nee, hier unten direkt ein Überfall. Ich wollte eigentlich Main Quest machen im Stream. Gerade keine Zeit für Überfälle. So schnell vorbeigehen. In den Club. Ich habe schon wieder meinen Task Manager nicht offen. Was denn? Yo también te quiero, ma. Das ist ein schickes Auto. Ist das Jackies Auto? Nee, ne? Okay, da. Was gibt's Neues bei Senora Wells? Ach, du weißt schon. Macht sich ständig Sorgen um mich. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte, wie die anderen Welles-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen! Wir sind nur hier, weil Dex die Strippen zieht. Ich glaube nicht, dass uns das in die Oberliga bringt. Ha, wird es schon. Die wissen es nur noch nicht. Bereit für dein erstes Mal? Vamos! Kannst du ein bisschen schneller? War mal eine Leichenhalle. Kannst du das glauben? Wer hätte das gedacht? Ja, oder? Ist aber ewig her, als die Leute noch richtig begraben wurden. Hallo, ich bin Gillian Jordan. Willkommen zu dem Neuesten aus aller Welt mit N54. Und wer seid ihr, Clowns? Ich bin V. Das ist Jackie Wells. Okay. Sollte da was klingen? Wird es bald. Treffen uns hier mit Dex. Yo, Dex. Wir sind zwei, die meinen, du willst mit ihnen reden. Ja. Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Holt euch ein paar Drinks oder so. Drinks. Schon dabei, Mio. Holen wir uns Drinks. Das ist es. Joy Toys aus allen Ecken der Erde.
Wann ist deine? Sixth Street. Wieso? Nur so. Ich habe noch ein paar ziemlich krasse Ausgaben vor mir. Ich hatte schon mit Sixth Street gesprochen. Wir machen. Deine Lizenz wurde annulliert. Japantown ist für dich tabu. Du musst hier weg, kapiert? Vergesst es. Ich will jetzt mit Wakako reden. Ruf sie doch an. Sie ist bestimmt an deiner Meinung interessiert. Es lohnt sich tatsächlich immer noch, einfach in alle Ecken zu gucken. Die Bitch hat uns wieder zu wenig Infos gegeben. Wir wissen zwar, was sie für Ausrüstung haben. Da liegt überall Zeug rum, was wir entweder verkaufen können oder zerlegen. Ich glaube, gerade am Anfang ist es nicht so verkehrt. Glück. Braucht man ja noch Geld und Schrottersatzteile und sowas. Ich glaube, später braucht man das nicht mehr so wie hier im Spiel. Die ganze Splitter, vielleicht sollte man die auch mal lesen. Ich weiß es nicht. Das fucking Afterlife. Das Herz von Night City. Von mir da schon? Nee. Stell's dir vor, Susu Forest, Boa Boa, vielleicht sogar Morgan Blackhead. Aber alle hier erfossen sind in einer wahren Sache. Nackenmeiers Büro-Laschen und in seiner kleinen Reichsjunge reden können. Ja, er würde hier ein Krieg, einen Flugverteiler anhaben. Hallo? Endlich sind wir hier. Die alte Dame da? Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Dachte, Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Was wollt ihr trinken? Nichts, danke. Im Ernst? Ich feiere hier. Komm schon, geht auf mich. Okay, meinetwegen. Ein Oldschool-Tequila mit einem Spritzer Cerveza und Chilischoten. Ein Johnny Silverhand kommt sofort. Ganz genau, Chica. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meiner hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Was muss ich tun, damit dein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Was für eine schöne Tradition. Ziemlich hoher Preis für einen Drink. Hey, jeder muss irgendwann sterben. Wieso nicht mit Stil? Boah, zwinker mir nicht zu, Jackie. Das ist unangenehm. Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Ich merk's mir. Hab gehört, ihr seid Dex neuster Freund? Nur geschäftlich. Nichts Großes. Ist Dex Stammkunde? Kommt er oft her? Er war eine ganze Weile weg. Hat sich hier volle 2 Jahre nicht blicken lassen. Ein Kater geht eben seinen eigenen Weg. Tja, wo immer er war, er kam ein paar Pfund leichter wieder. Vielleicht gab's dort doch keinen Pizzanotdienst. Ich bin nur gerade am Überlegen, ob die Synchronstimme von Claire, ob das ein Mann oder eine Frau gesprochen hat. Woher weißt du das? Das gehört zu meinem Job. Seht euch um. Was glaubt ihr, wie Söldner sich ihren Ruf verdienen? Ratschende Waschweiber, allesamt. Hals und Bein hoch. Danke. Hier. Mann, Homie, du bist riesig.
Video? Ja. Ah, ich auch, im Ring. Machst du auch exotischen Kram? Kempo? Ninjutsu? Yep. Meinst du könntest mich umhauen? Hier rein. Bist du pinche Tipo. Ja, genau. Excelsior. Kalte, harte Eddies, wie immer. Muss los. Na, wenn das nicht Miss V ist. Die ganze Familie endlich vereint. Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Alles klar. Wo genau hatte ich das jetzt Macht's eigentlich die ganze euch Zeit bequem. An mir? Danke für die Hilfe beim Scav-Job. Ein paar Wichser weniger in der Stadt. Das ist gut. Die im Rathaus sollten uns die Füße küssen. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Miss V an. Evelyn Parker, wie lief es? Hätte nicht besser laufen können. Sie mochte mich so sehr, dass sie mir ein Angebot gemacht hat. Ein Angebot? Mhm. Die Art, bei der man den Mittelsmann übergeht und alles 50-50 teilt. Was? Den Mittelsmann übergehen? Scheiße, ich lach mich schlapp. Kunden, die lernen nie dazu. Ich weiß zu schätzen, dass du mir das sagst, Miss V. Denn Vertrauen ist für jede langlebige und fruchtbare Partnerschaft essentiell. Ich dachte, du wärst deswegen angepisster. Ich lebe schon zu lange in NC, um wegen jedem Amateur zu heulen, der mich verarschen will. Parker ist nicht die erste und wird nicht die letzte sein. Anerkennung bringt keine Eddies. Und Evelyn hat uns welche angeboten. Wie hat schon recht, Dex. Keine Sorge, Leute. Dazu kommen wir noch. Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dex? Das hier. Gut, dann wollen wir mal. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Konpecki Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Dann durchbrecht er mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Wie kommen wir ins Penthouse? Yorinobu hat kaum Mietmuskeln. Die Penthouse Security wird das Schwierigste. Wenn wir sie deaktivieren wollen, müssen wir Konpeckis Dweller neutralisieren. Den Elite-Runner, der das Hotel Subnet überwacht. Der Haken ist, dass wir von draußen nicht zum Dweller durchkommen. Moment. Wir sollen in einen Raum gehen. In den nicht mal du kommst? Vertraut mir, T-Bug hat bereits alle Szenarien durchgespielt und gelöst. Hier kommt der Flathead ins Spiel. Ihr müsst ihn über den Belüftungsschacht zum Dweller lenken und ihn zu einer Pause zwingen. Der Flathead bleibt dort, verlinkt mit dem Dweller. Und in der Zwischenzeit roll ich euch den roten Teppich zum Penthouse aus. Sonst noch was? Verrat uns was zu unseren Identitäten. Wer sind wir? Hallo, Ramon Victorino. Und du bist Hannah Conwell. Ramon? Was, wenn die fragen, was wir da zu suchen haben? Business. Konzernwaffendeal. Falls jemand fragt, ihr trefft euch dort mit Arasakas Verteidigungstypen, Haji Metaki. Sonst noch was?
Das Auto ist dein Delamain? Ist das beste Taxiunternehmen in Night City. Nada mal. Deshawn arbeitet nur mit den Besten. Und Delamain sind die Besten. Wer will schon neugierige Fahrer, wenn man stilecht mit einer sauberen KI von A nach B kommt? Wie der jedes Jahr aufs Neue an Lizenzen rankommt, ist mir ein Rätsel. Wenn alles glatt geht, bringt euch der Delamain wieder her. Und wenn's doch haarig wird, wird's Zeit für Plan B. Der da wäre? Das No-Tell-Motel. Ruhiger Ort, keiner stellt Fragen. Von dort sehen wir weiter. Aber ich bin sicher, das wird nicht nötig sein. Sonst noch was? Okay, ich weiß Bescheid. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Jetzt zum Beispiel. Neue Leute kriegen bei mir 30%. Aber in eurem Fall kann ich eine Ausnahme machen. Ich gebe euch saftige 40 als Bonus für deine Ehrlichkeit, Vieh. Klingt schon besser, Dex. Ka-ching, Baby! Eine Sache noch. Im Konpacki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Also, lasst ihr zwei eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was aussieht. Chido! Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber... Wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in ein, zwei Wochen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Du und Dex, kennt ihr euch schon lange? Wieso? Naja, die Leute erzählen viel Blödsinn. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, kein Fakt. Marc Aurel, glaube ich. Wow, Dex und du am Philosophieren. Kein Wunder, dass ihr klarkommt. Der Plan. Was hältst du davon? Bringt hoffentlich genug ein, um bald auf Kreta in der Villa zu wohnen. Ganz ohne Cyberspace. Schickst du mir eine Ansichtskarte? Nimm's nicht persönlich. Aber ich werde alle Kontakte abbrechen. Sauberer Schnitt. Nein, alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. Okay. Können wir dann gehen? Ich muss erst noch was erledigen. Sin problemas. Wir treffen uns beim Delamain. Gut. Da wurde jetzt ein bisschen viel geredet. Denk nur dran, dich umzuziehen. Kann ich das überall oder kann ich das nur zu Hause? Weil ich habe ja... richtiges Outfit... an. Ja. Ausrüsten. Geht also auch hier. So, wir haben ja auch noch Punkte. Also ich wollte Intelligenz auf jeden Fall. Jetzt überlege ich wieder von vorne, was ich hier jetzt nehme.
Ich muss mich halt dann langsam mal entscheiden, weil ich brauche hier demnächst irgendwo 9 Punkte. Sonst komme ich hier nicht weiter. Ich mag es eigentlich nicht, wenn man immer so gezwungen wird. Aber gut. Kann ich dir was bringen? Wie ist es im Afterlife? Hier zu arbeiten, meine ich. Kann mich nicht beschweren. Gibt nur selten Streit und der ist meistens schnell vorbei. Mörderisch gute Kundschaft, ha? Das hast du gesagt. Das Geschäft läuft, hoffe ich. Siehst du ja selbst. Kann nicht meckern. Trinken wollen die Leute immer und wir verschaffen Abhilfe. Danke, Claire. Kein Problem. Ruf einfach, wenn du was brauchst. Wir müssen uns ja hier ein paar Freunde machen. Tschüss. Jackie läuft immer so langsam. Okay, jetzt kommt eine Sneaky-Mission. Ich glaube, bei Sneaky-Missionen gehe ich also eher bereit? Drauf als beim Rumballern. Willkommen an Bord dieses Delamain-Dienstes. Mit Delamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. Scheiße, darauf kannst du einen lassen, Viejo. Vokabular wie dieses halte ich derzeit für unangemessen. Ach ja? Darf ich dich dann mal an den Junggesellenabschied meines Cousins erinnern? Solche Dienste bieten wir derzeit leider nicht an. 3 Monate hatte ich dafür gespart. Ach, egal. Ist Schnee von gestern. Fahr los, Del. Vor Fahrtantritt muss ich die Identitäten aller Fahrgäste verifizieren. Bitte verbinden Sie sich mit Ihrem Direct-Link. Excelsior-Paket aktiviert. Excelsior? Das wird ja immer besser. Excelsior? Excelsior ist ein für Premium-Kunden maßgeschneidertes Paket. Top-Qualität ist eben nicht gratis. Pass auf! Delamain, Gefechtsmodus einleiten. Verzeihung, aber Sie befinden sich derzeit nicht in akuter Gefahr. Mhm. Okay. Glaub mir, der mit ne ganze Armee Saka-Ninjas nieder, wenn's sein muss. Was beinhaltet Excelsior noch? Umfassende Gesundheitsfürsorge, inklusive eines etwaigen Leichentransports, falls der Tod im Fahrzeug eintritt. Wow, was für ein Downer. Ist dieser Gefechtsmodus legal? Natürlich, er fällt unter Artikel 2 der Verfassung. An Bord sind Sie berechtigt, meine außergewöhnlichen Fähigkeiten zu verwenden. Dex knausert nicht, ha? Huh? Und dank dir kriegen wir obendrauf noch saftige 40%. Gern geschehen. Mann,
Excelsior. Genauso fährt man direkt in die Oberliga. Ist das wirklich dein Nonplusultra? Hä? Kriegt Dex dich wirklich so leicht? Mit Anzug und Limo? Ich weiß nicht, Jack. Scheint mir, als verlierst du deine Bodenhaftung. Scheint mir, als hättest du irgendein Problem. Ich brauch dich mit klarem Kopf und bei der Sache. Für den Job. Dieser Kopf war in meinem ganzen Leben nie klarer. Lass mich dir was erklären, wie. Ich habe mein ganzes Leben in der Gosse verbracht. Wir nähern uns unserem Ziel. Ich habe nicht vor, dahin zurückzugehen. Hey, wie läuft's? Wir werden sehen, wie es läuft. Hey, wir sind gleich beim Hotel. Hör zu, ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Konpecki. Weh, ruf mal Jackie an. Als Sync-Test. Sicher ist sicher. Und? Nur Rauschen. Sag mal was, Bug. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung, nicht Mangel und Not begangen. Bitte was? Aristoteles, du verstehst mich also? Ja, dich schon. Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt erhaben. Du könntest ja mal versuchen, es zu verstehen. Was ist mit dir, wie? Ich will mehr von Aristoteles. Leckt mich. Alle beide. Ja. Okay, Tech ist soweit, wie es aussieht. Será mejor que sí. Wir hören uns. Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und viel Glück. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr. Por fin, endlich geht's los. Oh, fast vergessen. Kein Eisen, oder? Okay, Hannah. Gehen wir. Ja, Ramon. Ramon ist wirklich ein interessanter Name. Warte, ich hol den Flathead. Okay, jetzt muss man sneaken. Wir sind da, Buck. Die Reservierung ist auf deinen Namen. Ramon, du willst Haji Meitake sprechen. Willkommen im Konpecki Plaza. Papiere sind für den Flathead. Keine Sorge, ich krieg das hin. Willkommen im Konpecki Plaza. Bitte treten Sie nacheinander durch. Alles klar, Sir. Moment. Ich hab hier was. Würden Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Konpecki Plaza bringen? Sag nix. Ah, Sie sind hier, um Taki-san zu treffen, richtig? Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Das dauert nur einen Moment, Ma'am. Bitte sehr. Yokoso. Herzlich willkommen im Konpecki Plaza. Sie sind eine natürliche Schönheit, junge Dame. Wir möchten einchecken. Natürlich. Einen Moment, bitte. Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Victorino. Doppelzimmer, zwei Erwachsene, eine Nacht, korrekt? So ist es. Perfekt. Ich werde Taki-san über ihr Eintreffen informieren. Shit, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, wie? Sag irgendwas. Das wird nicht nötig sein. Wir machen uns frisch und informieren ihn selbst. Aber Taki-san erwartet sie doch, oder? Señorita, wissen Sie, wie lange wir schon unterwegs sind? 18 Stunden aus Neu-Barcelona. Mit Verspätung am Metaki, weil irgendein Cyberpsycho sich im Terminal in die Luft gejagt hat. Ach, ein Albtraum. Natürlich, ich verstehe. Sie haben die Lapis-Lazuli-Suite auf Ebene 42. Oh, eine Formalität noch. Bitte validieren Sie Ihren Zugangschip.
Nach dir, Hannah. Alles in Ordnung, danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Okay, gehen wir. Neu-Barcelona? Im Ernst? Improvisation. Versuch's auch mal. Was meinst du, Hannah? Hm? Ziemlich nett hier, hm? Nicht wie dieses Messehotel in Zürich. Lass gut sein, Jack, das reicht. Was denn? Ich nehme das halt ernst.